Hallo und herzlich willkommen bei Flieseline. Heute stellen wir euch drei Produkte aus unserem Bändersortiment vor, die ihr super zur Saumverarbeitung eurer Bekleidung nutzen könnt. Perfektsaum, Saumfix und unser Stretchfix-Band. Alle drei Produkte sind in einer SB-Packung erhältlich. Perfektsaum ist 4 cm breit und gibt es in Schwarz und Weiß. Saumfix und Stretchfix sind beide 3 cm breit und transparent. Je nachdem, welchen Oberstoff ihr für eure Saumverarbeitung verwendet, könnt ihr also zwischen Perfektsaum, Saumfix und Stretchfix-Band wählen. Unser Perfektsaum besteht aus zwei fixierbaren Gewebebändern, die mit einem Blindstich verbunden sind. Die Haftmasse liegt jeweils außen. Ihr benutzt es für weiche, abdrucksfreie Säume, wie zum Beispiel bei Kleidern, Blusen oder Anzügen. Saumfix ist ein bügelbares Haftmassenweb ohne Trägerpapier. Es eignet sich ideal für feste Säume, wie zum Beispiel bei Jeanshosen oder Röcken. Unser Stretchfix-Band ist ein elastisches, wärmeaktivierbares Haftmassenweb auf Trägerpapier. Verwendet es bei der Verarbeitung von elastischen Stoffen, wie beispielsweise bei einem T-Shirt oder einem Kleid. Wir sagen immer gerne, dass Stretchfix das elastische Fliesofix ist. Die Verarbeitung der drei Produkte ist sehr einfach und ermöglicht euch ein perfektes Saumergebnis ohne großen Aufwand. Beginnen wir mit der Verarbeitung unseres Perfektsaums. Zuerst versäubert ihr die Saumkante und bügelt euch einen mindestens 4 cm breiten Saum. Öffnet den Saum und legt das Band ein. Beachtet hier, dass die schmale Seite nach oben und der sichtbare Blindstich zur Saumseite gelegt werden muss. Als letztes bügelt ihr den Saum mit einem feuchten Tuch. Die Verarbeitung unseres Saumfix ähnelt sich der des Perfektsaums. Hier müsst ihr ebenfalls die Saumkante versäubern und umbügeln. Anschließend legt ihr euer Saumfix in den Bruch und bügelt es mit einem feuchten Tuch fest. Stretchfix wird direkt an der Saumkante trocken aufgebügelt. Danach bügelt euch mit dem Band einen Bruch, noch bevor ihr das Papier abzieht. Lasst das Papier unbedingt vollständig auskühlen, bevor ihr es abzieht. Nun schlagt ihr den Saum nach oben und bügelt es mit einem feuchten Tuch fest. Wichtig ist hier, dass ihr den Saum mit einer elastischen Naht festnäht. Perfektsaum wird bei 30 Grad gewaschen, Saumfix bei 60 Grad und Stretchfix bei 40 Grad. Ihr könnt alle drei Produkte bedenkenlos chemisch reinigen. Hier haben wir drei Beispiele für euch, die die Einsatzgebiete der Bänder super zum Vorschein bringen. Zum einen haben wir einen Rock aus einem schönen Wollstoff. Dort könnt ihr den weichen und nahtlosen Saum von Perfektsaum sehen. Diese Jeans zeigt, wie einfach ihr mit Saumfix den Saum eurer Lieblingshose verarbeiten oder auch kürzen könnt. Als letztes haben wir noch ein tolles Damen-T-Shirt. Hier könnt ihr erkennen, wie perfekt sich Stretchfix dem elastischen Stoff anpasst und die Form trotzdem beibehält. Wenn ihr also gar keine Abdrücke auf eurer Bekleidung haben möchtet, verwendet unbedingt Perfektsaum. Bei festen und stabilen Stoffen eignet sich Saumfix besser. Wir bitten euch aber, vor jeder Verarbeitung einen Anwendungstest durchzuführen, um Griff und Haftung eures Oberstoffs zu prüfen. Entscheidet einfach nach Oberstoff, welches Band für euren Saum das richtige ist. Ob Perfektsaum, Saumfix oder Stretchfix-Band. Nun kennt ihr drei weitere Produkte aus unserem Bändersortiment, die ihr für eure nächste Saumverarbeitung nutzen könnt. Das war's auch schon wieder von uns. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt uns einfach eine E-Mail. Wir helfen euch gerne weiter. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Flieseline, einfach erklärt.